Ja, guten Morgen, willkommen zurück. Da sind wir auch schon wieder im Frühcafé mit unseren nächsten Gästen. Herr Lansky und Herr Fiedler sind da. Grüße Sie. Schönen guten Morgen. Und wenn Sie hier sind, willkommen. Ja, dann geht es natürlich um die Altonale und ums Stamp. Da wollen wir gleich mal ausführlich drüber berichten und auch natürlich Lust drauf machen. Ja. Die wichtigste Neuerung, die habe ich eben vorab erfragt. Sie haben gleich gesagt, das Wetter. Zum ersten Mal durchgängig gutes Wetter hoffentlich. Absolut, freut uns natürlich alle riesig. Ja. Wir haben die letzten zwei Jahre immer ein klein bisschen Pech gehabt, sage ich mal. Und dieses Jahr sieht so aus, heute Abend ab 18 Uhr geht's los auf dem Platz der Republik und ab 18 Uhr ist herrlicher Sonnenschein angesagt. Und das ganze Wochenende durch, also was wollen wir mehr? Genau, gestern Abend ist zum Glück alles rausgeregnet, es darf eigentlich gar keine Wolken mehr geben. Wir sprechen natürlich gleich nochmal ausführlich über das Programm. Auch die Altonale steht wieder an, worauf dürfen wir uns da ganz besonders freuen in diesem Jahr? Natürlich auch auf das Wetter. Ja, nein, klar. Quatsch. Also bei uns gehört das schlechte Wetter ja mit zum Programm sozusagen. Worauf darf man sich freuen? Wir haben einige ganz besondere Spielorte in diesem Jahr. Dazu gehören ehemalige Lagerhallen, die wir mit Tanztheater und auch Theater, Film und bildender Kunst bespielen. Das sind die ehemaligen Lagerhallen von Obi, also in der Ruhrstraße. Das heißt, wir bewegen uns auch raus, so ins Gewerbegebiet hinein. Ich glaube, das wird ganz spannend. Unter dem Titel Not at Home haben wir da mehrere Projekte vom 23. Juni an. Wir haben einen großen Salon, den Altonale-Salon zum Thema Raum, das urbane Raum. Das ist auch im Kern das Thema der Altonale in diesem Jahr, wo wir alle Bewohner des Stadtteils, des Bezirks, aber auch ganz Hamburgs einladen, über das Thema, über die brennenden Fragen des urbanen Raums, Wohnungen, Plätze und so weiter, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das wird auch ein bisschen mit Kultur noch natürlich gefüllt werden. Und da kann ich vielleicht kurz anfügen noch, dass wir in diesem Jahr, wir haben in jedem Jahr eine Partnerstadt, also wir sind ja eben nicht nur lokal, sondern auch sehr international ausgerichtet. Und in diesem Jahr ist es Groningen aus den Niederlanden. Und da freuen wir uns wirklich ganz besonders, weil die unheimlich aktiv und engagiert dabei sind und unter anderem auch zu diesem Salon beitragen, nicht nur indem sie ihre Erfahrungen dort mitteilen aus der Stadt, also es kommen Herrschaften, die da ein bisschen erzählen, aber auch kulturell dabei sind mit einem speziellen Konzert, das lustigerweise Zuhause 2.0 heißt. Also es hat alles so ein... Ja, wie soll ich sagen, wirklich ein Kreis um das Thema Raum herum. Genau, also Not at Home und Zuhause 2.0. Stamp, da gibt es auch viele Neuigkeiten, denn unter anderem nichts Geringeres als ein komplett neu designtes, entworfenes, ja, wie nennt man es denn, Festivalzentrum, Festivalgelände? Ja, beides vielleicht. Also erstmal haben wir auf dem Platz der Republik vorm Altonaer Museum in dem Park, ist gestern Abend das Dach fertig geworden um 19 Uhr. Ein neu gestaltetes Festivalzentrum, man muss es sich angucken, man muss es sich erleben, es sieht einfach wunderbar aus in dem Park. Dann haben wir den ganzen Park wieder illuminiert. Heute Abend ab 18 Uhr geht's los mit, wenn ich richtig im Kopf habe, 10 Gruppen aus der ganzen Welt, die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten im Park spielen, zum Theater im öffentlichen Raum. Und wir haben auch eine Neuerung dieses Jahr. Wir haben zwei große Projektionen, wenn es anfängt dunkel zu werden, circa ab 22.30 Uhr. Einmal auf das Hochhaus, also einmal die Sicht Richtung Altonaer Rhein und dann einmal Richtung Elbe rüber ab 22.40 Uhr aufs Altonaer Rathaus. Das, denke ich mal, sind genügend gute Gründe auf jeden Fall, um vorbeizuschauen. Dann gibt es noch eine ganz besondere Aktion bei der Altonale und zwar unter anderem bildende Kunst, haben Sie eben gesagt. Es wird auf einer Theaterbühne zum Beispiel live von den Darstellern ein Haus gebaut, das dann später umgestellt wird. Das können Sie vielleicht mal ein bisschen erläutern. Ja, das ist so ein Theater-Performance-Theater-Projekt, findet lustigerweise auch in einer Halle statt, in der Anlieferungshalle von Rewe am 24. Juni. Das Stück heißt Maidorf, also Maidorf im Mai, das Frühlingsdorf oder Maindorf, wie auch immer man das interpretieren will oder umsetzen möchte im Kopf. Und die Darsteller, und das sind nicht nur Schauspieler, sondern Architekten, Künstler, Videokünstler, also wirklich aus verschiedenen Sparten kommen, bauen quasi zu einem Tagebuch eines Dorfes ein Haus, ein neues Haus aus Holz und am Ende der Vorstellung wird dann dieses Haus gemeinsam mit dem Publikum
aus der Halle herausgetragen und zum Platz der Republik gebracht, um dort sozusagen seinen neuen Standort zu finden. Wie sieht es denn aus mit den Veranstaltungen? Einfach mal vorbeikommen, gibt es Tickets an der Abendkasse? Naja, das kann ich dabei sein. Das, ja auch das schöne Motto für Stamp ist halt umsonst und draußen. Ja. Wir haben es dieses Jahr geändert, Kunst ist öffentlich, das heißt einfach, Kunst soll besonders im öffentlichen Raum für jeden zugänglich sein, das heißt, ab heute Abend 18 Uhr bis Sonntagabend 20 Uhr sind alle Veranstaltungen von Stamp kostenlos. Super. Für Groß und Klein geeignet. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Wir bespielen heute Abend nur den Platz der Republik und ab morgen geht es dann wieder los. Von unten Große Bergstraße bis rüber in die Ottensener Hauptstraße. 7 Spielorte von 13 Uhr bis 24 Uhr durchgehend Programm. Ich glaube, da ist für jedermann was dabei. Würde ich und auch sagen. Am Sonntag haben wir wie immer die große, schöne Tagparade, die ab 13 Uhr am Bruno-Tesch-Platz losgeht. Dann nehmen Gruppen aus Hamburg dran teil, Musikgruppen, internationale Gruppen. Ich glaube, das ist ein Erlebnis für jedermann, was auch ganz Altona mittlerweile liebt. Und da werden wir noch einmal schön durchs ganz Altona ziehen. Sehr schön. Mhm. Und die Altonale? Ja. Gilt da fast das Gleiche? Oder? Ja, fast. Also bei uns ist nicht alles kostenfrei. Ja. Aber wir versuchen natürlich mit unseren Preisen immer im unteren Segment, wie man so schön sagt, zu bleiben. Also eben günstige Preise für jede Frau, jeder Mann, erschwingliche Preise zu haben. Und wir sind da auch ein bisschen moderner geworden. Also Abendkasse, klar, da kriegt man auch Karten. Aber man kann auch übers Internet Karten erwerben und buchen. Da muss man einfach nur auf altonale.de gehen, auf die jeweilige Veranstaltung. Und dann kann man dort direkt seine Karten buchen, erwerben, sich daheim ausdrucken und mit einer schönen Karte in eine herausragende Veranstaltung gehen. Super. Ein schönes Schlusswort, würde ich fast sagen, oder? Ja, super. Oder wollten Sie gerade noch was ergänzen? Nee, eigentlich nicht nur, dass das Festivalzentrum, ganz wichtig, das gibt es seit letztem Jahr. Ja. Es läuft durchgehend mit Programm jeden Abend von heute an bis zum 2. Juli. Nach Stemp geht es also weiter mit Tanzveranstaltungen, Literatur. Das findet man alles in unserem wunderschönen Programmheft. Und wir werden auch weiterhin schönes Wetter haben, so wie es aussieht. Also gerne alle in den Park kommen, auch nach Stemp und mit uns zusammen Altonale feiern. Ich muss das auch nochmal unterstützen, weil dieses Festivalzentrum wirklich außergewöhnlich ist. Das ist nicht einfach nur ein Zelt oder so etwas, sondern also als ich das erste Mal sah, habe ich gesagt, das ist die Alfi. Das ist die Altonale Philharmonie. Es hat wirklich diese Assoziation, es ist ein Gebäude, ein Kunstwerk, das da auf dem Platz der Republik entstanden ist. Und allein das anzuschauen, ist schon etwas Besonderes. Also ich will nicht Herzog de Meuron zu nahe treten, nein, ist uns schon mit unseren bescheidenen Mitteln ein großer Wurf gelungen. Ja. Sehr schön. Und Sie können sich davon überzeugen, liebe Zuschauer, Sie schauen am besten vorbei. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Und natürlich viel Erfolg für die Veranstaltung.